Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Q&A. Es haben sich tatsächlich mehrere Leute gewünscht, dass ich mal wieder so ein Q&A einfach mache, damit man mich so ein bisschen besser kennenlernen kann oder einfach irgendwelche Fragen stellen kann. Deswegen dachte ich mir, setze ich mich jetzt einfach mal chillig hier hin. Wir haben auch schon 21 Uhr, also ich bin schon dezent müde. Ich habe sogar schon meine Zahnspange drin, also ich habe unten so eine lose Zahnspange. Falls ich mich verspreche oder etwas komisch klinge, dann deshalb. I'm sorry. Aber ich wollte eigentlich schon pennen gehen. Aber dann dachte ich mir so, ach komm, drehe ich halt einfach noch ein YouTube-Video, so ganz professionell. Falls ihr das nächste Mal auch bei dem Q&A dabei sein wollt und mir eine Frage stellen wollt, folgt mir auf jeden Fall bei Instagram, weil dort frage ich euch in meiner Story ab und zu mal nach Fragen für ein Q&A. Ihr könnt die aber auch jederzeit eigentlich mir einfach per DM schicken. Fangen wir jetzt einfach mal an mit den Fragen. Die allermeistgestellteste Frage überhaupt, weil es auch echt sehr relevant ist, ist die Frage, wie es zu dem Excuse Me, wir haben 2022 Sound gekommen ist. Und ganz ehrlich, das war super random. Ich habe das nicht geplant oder sowas. Ich habe halt wirklich einfach morgens meinen Frühstücks-TikTok gefilmt und einfach meine Meinung gesagt. Ich sage einfach gerne gerade raus meine Meinung. Und ich habe mich halt so ein bisschen aufgeregt über manche Leute so. Und dass manche Sachen einfach im Jahr 2022 immer noch nicht als normal gelten, obwohl sie absolut als normal gelten sollten. Und so ist es halt irgendwie zu dem Sound gekommen. Und irgendjemand hat den Sound dann, beziehungsweise den Satz aus meinem Video rausgeschnitten und als Sound gemacht. Und dann ist das Ganze irgendwie komplett viral gegangen. Und ja, so ist das letztendlich passiert. Isst du noch Fleisch? Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, seit mindestens 5 Jahren nicht mehr. Bin mir gerade auch nicht ganz sicher, aber es ist schon echt lange her. Ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, Fleisch zu essen. Und außerdem, es gibt so nice Ersatzprodukte. Wow, ich bin wirklich immer so happy, wenn ich in den Supermarkt gehe und in diesem veganen Regal so nice Sachen sehe. Die sind zwar leider ein bisschen teuer, das ist manchmal ein bisschen sad, aber ich liebe es einfach, dass man die Möglichkeit hat, sich eigentlich alles zu kaufen, was man will, fleischfrei. Oh, mein Träger. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist schon, seit ich denken kann, blau. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich mag lila auch sehr gerne. Ich mag aber auch gerne so ein Türkis. Also, ich mag viele Farben, ehrlich gesagt. Aber am allerliebsten mag ich auf jeden Fall blau. Warum warst du im Krankenhaus? Dazu habe ich eine ganze Storytime hochgeladen. Das war mein letztes Video. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut da gerne vorbei. Ich will die Frage jetzt nicht nochmal beantworten, weil das war echt eine lange Story. Was für eine Uhr hast du? Wenn du die meinst, dann ist es eine Apple Watch. Weil ich laufe halt. Eins meiner großen Hobbys. Und ehrlich gesagt auch mein einziges Hobby. Nein, okay, ich hab noch ein paar andere Hobbys. Ich höre zum Beispiel Musik und treffe mich gerne mit Freunden. Zählt das als Hobby? Anyways, ich laufe. Und ich habe die halt echt geholt, um meine Läufe zu tracken. So, damit ich immer weiß, wie schnell ich laufe, ob ich mich verbessert habe, wie viele Kilometer ich gelaufen bin und so weiter. Deswegen habe ich mir damals mal eine Apple Watch geholt. Und ich finde die auch echt nice. Auch so zum Schritte sammeln und so finde ich das cool. Neuerdings tracke ich auch meinen Schlaf damit. Und ich schlafe zu wenig. Und zu schlecht. Ich habe zu wenig Tiefschlaf. Oh, ich habe eine Nachricht. Wann kommt dein neues YouTube-Video? Sind wir schon beim Thema? Jetzt. Was ist dein Lieblingsessen? Wenn ihr mich auf TikTok verfolgt, dann wisst ihr, dass mein absolutes Lieblingsessen Avocado-Toasti ist. Wirklich, ich liebe es. Ich esse jeden Morgen zum Frühstück Avocado-Toasti und ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, weil ich es einfach so sehr liebe. Wenn man aber jetzt so nach richtigem Essen geht, also so was Warmes, dann würde ich sagen, wahrscheinlich Gemüsepfanne, einfach weil ich mir das jeden Abend mache. Ich habe so ein kleines Problem damit, dass ich gerne jeden Tag genau das gleiche esse, trinke und auch mache. Vielleicht sollte ich das vielleicht lieber rausschneiden. Gibt es den Boy wirklich? Nächste Frage. Wie groß bist du? Ich bin 1,65. Body Count. Zero. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das drin lassen sollte. Seit wann machst du Social Media? So richtig, wirklich eigentlich jetzt angefangen wieder damit. Also ich habe früher schon mal YouTube gemacht. Das wissen wahrscheinlich auch viele. I don't know. Wisst ihr es noch? Kennt ihr mich noch von meinen alten Videos? Das war so 2019. Und jetzt wieder richtig. Ich habe ja dann echt eine sehr, sehr lange Pause gemacht, weil bei mir privat einige Sachen passiert sind. Jetzt wieder aktiv bin ich genau seit dem 3. Juli auf TikTok. Und jetzt auf YouTube. Ja, ich dachte mir irgendwie, ich habe früher schon YouTube gemacht. Ich liebe YouTube einfach irgendwie über alles. Das ist eine meiner Lieblingsplattformen. Ich gucke selber jeden Tag YouTube-Videos. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich schon wieder Social Media mache und TikTok und so, dann möchte ich auch unbedingt wieder YouTube machen, weil ich liebe YouTube einfach. Zockst du manchmal? Ich würde echt gerne mal wieder zocken. Also ich habe früher manchmal gezockt, so manche Sachen, GTA und sowas.
aber jetzt irgendwie länger nicht mehr. Ich habe aber auch kein richtiges Setup. Also ich habe halt einen Laptop, aber ich habe nicht wirklich so Equipment, womit man wirklich zocken kann. Oh mein Gott, ich habe früher ganz, ganz lange Zeit Movie Star Planet gezockt. Kennt ihr das? Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Spiel kennt. Ich habe das früher so heftig gesuchtet. Kommen wieder regelmäßig Videos. Dazu habe ich ja gerade schon was gesagt, so ein bisschen. Also der Plan ist auf jeden Fall, dass jetzt auf YouTube wieder Videos hier kommen. Und ich freue mich auch schon mega. Ich habe schon eine ewig lange Liste gemacht, was ich alles für Videos drehen möchte. Und ich habe mega viele Ideen. Welche Mascara benutzt du? Also im Moment benutze ich ja gar keine Mascara, weil ich Wimpern habe. Also Wimpern. Wimpern-Extensions. Und da darf man, glaube ich, nicht mal Mascara benutzen. Oder sollte man zumindest nicht. Und bin ich auch froh drum, weil ich bin ehrlich gesagt sehr faul, was Schminken angeht. Ich habe auch vorher, wenn denn nur, mal Mascara benutzt. Und dann dachte ich mir irgendwann so, irgendwie habe ich keinen Bock mehr, mich jeden Morgen zu schminken beziehungsweise Mascara drauf zu machen. Und dann habe ich mir Wimpern-Extensions machen lassen. Und jetzt brauche ich keine Mascara mehr. Also bin ich auch sehr froh drum, ehrlich gesagt. Woher sind deine ganzen Cargo-Hosen? Also, ich muss sagen, am allerliebsten hole ich Hosen bei Urban Outfitters oder Brandy Melville. Das sind so meine absoluten Favorite-Marken. Ich liebe die einfach. Ich verlinke aber auch mega oft meine Outfits und einzelne Klamotten bei Instagram. Also, wenn ihr irgendwas an mir seht, schaut am besten bei Insta. Vielleicht habe ich das da schon verlinkt. Wie viel Liter Kaffee trinkst du pro Tag? Also im Moment habe ich tatsächlich meinen Kaffeekonsum runtergeschraubt, weil das war nicht mehr normal, wie viel Kaffee ich getrunken habe. So eine ganze Flasche, da passen 1,5 Liter rein, habe ich mir Eiskaffee reingefüllt und teilweise 2 von diesen Flaschen am Tag getrunken. Das ging gar nicht mehr klar. Morgens trinke ich immer eine Tasse heißen Kaffee, also auch schwarz, ohne alles. Den trinke ich auch jetzt immer noch. Aber ansonsten habe ich jetzt Kaffee komplett gestrichen, auch kein Eiskaffee mehr. Ich versuche jetzt wirklich nur bei der 1 Tasse Kaffee morgens zu bleiben. Wie geht man mit Verletzungen um? Wie verarbeitet man diese? Also ich würde sagen, dass mega wichtig ist, darüber zu reden. Und wenn man irgendwie niemanden wirklich hat in seinem persönlichen Umfeld oder man mit den Leuten einfach nicht darüber reden kann oder möchte, dann kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, irgendwie mal eine Therapie oder so zu machen, wenn man es wirklich alleine nicht verarbeiten kann. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr helfen kann. Und da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Ich weiß, dass das heutzutage immer noch ziemlich stigmatisiert ist. Also wenn ihr eine Therapie machen wollt, dann macht das auf jeden Fall. Was für Sprachen kannst du sprechen und würdest du gerne mehr sprechen wollen? Ich kann Deutsch, Englisch und so ein bisschen Spanisch, weil ich das alles in der Schule hatte. Ansonsten nichts. Oh, ein bisschen Italienisch. Wir waren früher in Italien im Urlaub und also jedes Jahr und da habe ich so ein ganz paar Wörter gelernt. Aber eigentlich kann man das nicht dazu zählen. Willst du mal deine Haare färben? Also ich habe gefühlt jede Farbe schon durch. Also wer mich noch von YouTube früher kennt, der weiß, dass ich meine Haare echt in Pink gefärbt habe, in Lila, in Blau. Dann hatte ich Grün, dann hatte ich so ein Dunkelbraun, dann hatte ich ganz kurze Zeit sogar Schwarz. Ich habe halt wirklich alle Farben durch. Und dann habe ich, ich glaube jetzt von 2020 bis Ende 2022 nichts mehr mit meinen Haaren gemacht. Und jetzt habe ich die letztes Jahr, also 2022 im November, Ende November, habe ich die ja so ein bisschen blond gefärbt. Also so ein paar blonde Strähnchen. Und ich muss sagen, mir gefällt das mega gut. Ich würde meine Haare so gerne noch blonder färben, weil ich liebe blond irgendwie einfach. I don't know. Aber so crazy Farben möchte ich im Moment erstmal nicht mehr. Okay, das war's jetzt erstmal mit den Fragen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Denn wie gesagt, jetzt kommen auch wieder öfter Videos. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und bis dann. Bye, bye.